mal, Kelly. Warten die hier etwa alle auf den Präsidenten? Natürlich, Max. Schau dich mal um. Fast alle sind Regierungsbeamte oder Diplomaten. Und es wimmelt auch von Polizisten. Nur Sergeant Folliphant scheint verschlafen zu haben. Ganima habe ich auch noch nicht gesehen. Warum mussten Sie in diesen Stau hinein, Frau Folliphant? Ich hoffe für Sie, dass wir zum Empfang des Präsidenten nicht zu spät kommen. Präsident Serendes, wir werden in wenigen Minuten landen. Wird auch Zeit. Präsident Serendes, ist es richtig, dass Sie hier sind, um ein Abkommen mit Frankreich zu unterzeichnen? Entspricht das den Tatsachen? Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber Ihre Fragen werde ich erst auf der offiziellen Pressekonferenz beantworten. Tut mir leid, aber der Präsident gibt keine Privataudienzen. Los, weg hier! Passen Sie doch auf! Den sollte man wegen Gefährdung des Straßenverkehrs festnehmen. Zur Seite! Könnte ich da bitte mal durch? Hey! Präsident Serendes, ich bin Inspekteur Ganimard. Ich bin für Ihre Sicherheit verantwortlich. Für meine Sicherheit! Aha. Inspekteur Ganima, dazu kommen Sie ungefähr 10 Minuten zu spät. Es ist diesem Mann zu verdanken. Tut mir leid, aber ich habe auch keine Ahnung. Welcher Mann denn? Oh! Monsieur le Président, Sie scheinen Ihre Rose verloren zu haben. Sie werden bald etwas ganz anderes verloren haben. Denkst du dasselbe wie ich, Kelly? Aber ja. Lupin! Miss Kincaid! Es ist immer wieder schön, Sie zu sehen. Hallo, Max. Inspekteur Ganimard, Sergeant Folliphant, Sie sind bestimmt hier, um die Sicherheitsvorkehrungen des Hotels zu überprüfen. Das ist richtig. So ein Zwischenfall wie am Flughafen darf nicht nochmal passieren. Und falls Arsène Lupin es wagen sollte, sich hier blicken zu lassen, werde ich ihn auf der Stelle festnehmen. Kann ich Ihnen behilflich sein, Kelly? Mein Blitzlicht scheint kaputt zu sein. Danke, Sergeant. Oh, komme ich zu den Gruppenfotos schon zu spät? Bleiben Sie so stehen, ich würde gerne ein Foto von den beiden Polizisten machen, die Präsident Serendes beschützen. Wir haben jetzt keine Zeit für Fotos. Kommen Sie mit, Sergeant. Auf Wiedersehen, Kelly. Sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Für wen schreiben Sie? Lupin! Was führt Sie denn hierher? Ich wollte meine beiden Freunde wiedersehen. Hüten Sie sich vor Folliphant. Er hat geschworen, Sie hinter Gitter zu bringen. Folliphant könnte nicht mal einen eingesperrten Papagei hinter Gitter bringen. Hey, Sie da! Junger Mann, ich habe meine Meinung inzwischen geändert. Ich hätte gern ein Foto, das uns bei der Erfüllung unserer Pflichten zeigt. Sehr gern, meine Herren. Nicht bewegen. Ausgezeichnet. Gut, danke. Wollen wir heute Abend zusammen essen? Mit Vergnügen. Dann treffen wir uns um 7 Uhr im Hotel. Bis später. Dürfte ich Sie jetzt um Ruhe bitten? Ruhe bitte! Hiermit eröffne ich die Pressekonferenz. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Präsident Serendes. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin nach Paris gereist, um einen Handelsvertrag zwischen Frankreich und meinem Heimatland zu unterzeichnen. Dieses Bündnis wird beiden Ländern zugutekommen.
Hiermit lade ich Sie ein, bei der morgigen Unterzeichnung anwesend zu sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Dürfte ich Sie kurz stören? Ich möchte Ihnen sagen, dass ich es wirklich bewundere, was Sie für Ihr Volk und Ihr Land tun. Ich danke Ihnen. Dieses Abkommen wird den Fortschritt meines Landes vorantreiben. Mademoiselle... Kincaid. Kelly Kincaid vom New York Enquirer. Und ich heiße Max. Wir zwei sind ein Team. Sehr angenehm. Miss Kincaid, wenn Sie es wünschen, könnte ich Ihnen morgen früh in meinem Hotel ein Interview geben. Hier ist die Adresse. Ich erwarte Sie pünktlich um 7.30 Uhr. Ja, dann muss ich ja morgen um spätestens 6 Uhr aufstehen. Nein, Max, morgen kannst du ausschlafen. Wir wohnen im gleichen Hotel, also haben wir es nicht so weit. Ausgezeichnet. Ich bin nämlich Frühaufsteher. Bei Sonnenaufgang beginnt mein Arbeitstag. Leider muss ich jetzt gehen. Auf mich wartet noch sehr viel Arbeit. Auf uns auch. Wir werden zu spät kommen. Hör auf zu tippen. Nur noch den Absatz. Ich hoffe, dass Ihre Sicherheitsvorkehrungen ein wenig wirkungsvoller sein werden als heute Morgen. Sie werden ja absolut sicher sein, denn Sergeant Volefond wird die ganze Nacht direkt vor Ihrer Tür Wache halten. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Volefond, rühren Sie sich hier nicht vom Fleck. Ich komme später zurück. Ich werde Ihnen etwas zu essen mitbringen. Schmeckt es, Sergeant? Ah, da ist er ja schon. Tut mir leid, dass wir zu spät kommen, aber ich musste unbedingt noch meinen Artikel fertig schreiben. Bis morgen muss er in der Redaktion sein. Ich bin auch eben erst gekommen. Entschuldigen Sie, wenn Sie mir folgen mögen. Ihr Tisch steht bereit, Herr Premierminister. Herr Premierminister? Erwähnte ich das noch nicht? Max, isst deinen Brokkoli. Ich hasse Brokkoli. Wenn du deinen Teller Brokkoli nicht aufisst, wirst du nachher noch Hunger haben. Ich will erst meinen Nachtisch haben. Wenn du dich mit deinem Essen noch lange so anstellst, wirst du Brokkoli zum Nachtisch kriegen. Iss schon auf. Also vorhin auf der Pressekonferenz, da sprach ich mit Präsident Serendes und er hat mir tatsächlich ein Interview versprochen. Kelly, dürfte ich Sie zu diesem Treffen begleiten? Sie wollen mitkommen? Das ist völlig unmöglich. Ganimard und Folifond werden auch anwesend sein. Sie lassen ihn nicht einen Augenblick aus den Augen. Aber Sie brauchen doch sicherlich einen Fotografen, oder? Bis jetzt habe ich immer noch für Kelly fotografiert. Du sollst doch deinen Brokkoli essen. Sergeant! Sie haben geschlafen! Aber nein, Inspektor, ich habe nur meine Augen ausgeruht. Das ist doch die Höhe! Sie vernachlässigen Ihre Pflichten! Aber es ist doch gar nichts passiert. Das letzte Mal, als ich ihn sah, wollte er gerade schlafen gehen. Präsident Serendes, machen Sie die Tür auf! Präsident Serendes? Präsident, ist Ihnen irgendetwas passiert? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wegen des Krachs haben wir uns Sorgen gemacht. Wissen Sie, ich leide unter Schlaflosigkeit. Deshalb treibe ich Gymnastik. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, richtig müde zu werden. Es tut mir leid, Sie beunruhigt zu haben. Gute Nacht. Kelly! Was machen Sie denn so früh hier? Heute Morgen wird der Präsident mir ein Interview geben. Überprüfen Sie das, Sergeant. Hallo, Präsident Serendes? Was wollen Sie? Es ist 7:30 Uhr und ich habe noch geschlafen. Warum haben Sie mich geweckt? Mademoiselle Kincaid wollte Sie sprechen. Kenne ich nicht. Wer ist das? Präsident Serendes, in unserem Gespräch gestern Abend haben Sie gesagt, dass Sie immer schon bei Sonnenaufgang aufstehen. Würden Sie sich mal vorstellen? Ich bin Kelly Kincaid vom New York Enquirer. Wir haben einen Termin für ein Interview, erinnern Sie sich nicht?
Heute Nachmittag auf der Pressekonferenz werden Sie und Ihre unangenehmen Kollegen Ihr Interview bekommen. Oh! Ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich habe meinen Redakteur überredet, 2 Seiten für dieses Interview freizulassen. Oh. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und ich hoffe bloß, dass wir gleich auf der Pressekonferenz eine Antwort bekommen. Meine Damen und Herren, ich werde mich kurz fassen. Ich werde den Vertrag zwischen Frankreich und Samur auf gar keinen Fall unterschreiben. Das verstehe ich einfach nicht. Meine Regierung hat sich entschlossen, den Handelsvertrag mit einem internationalen, aber privaten Unternehmen abzuschließen. Morgen früh wird der Handelsvertrag in meinem Hotel unterzeichnet. Ist das Ihr letztes Wort in dieser Angelegenheit? Wie heißt Ihr neuer Vertragspartner? Tut mir leid, kein Kommentar. Können Sie uns sagen, warum Sie Ihre Meinung geändert haben? Ich gebe keine weiteren Kommentare an. Die Pressekonferenz ist hiermit beendet. Max, komm mal her. Präsident Sirendes, könnte ich ein Autogramm haben? Das ist toll. Danke. Wo gehen Sie denn hin? Lupin, was ist denn nur geschehen? Das ist nicht der echte Präsident Sirendes. Was? Natürlich ist das der echte Präsident Sirendes. Ich habe ihn doch gestern kennengelernt. Ich sah, wie Präsident Sirendes gestern seine Zimmernummer aufschrieb. Es war gut zu sehen. Er war Linkshänder. Allerdings der Mann, der Max das Autogramm gegeben hat, ist Rechtshänder. Ich möchte, dass Sie diesen Betrüger für mich im Auge behalten. Ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Folgen Sie ihm, Gonya! Zum Hintereingang, Gronja. Bin schon unterwegs. Unsere Pressekonferenz. Es klappte wie am Schnürchen. Präsident Sirendes hat alle Verhandlungen mit der französischen Regierung abgebrochen. Fabelhaft. Dieses kleine Land wird also bald mir gehören. Was kann Ihr Unternehmen mit so einem unterentwickelten Dritte Weltland wie Samur schon anfangen? Meine Geologen haben in Samur ein großes Ölvorkommen entdeckt, von dem noch keiner weiß, dass es existiert. Noch nicht einmal Präsident Sirendes hat davon eine leise Ahnung. Mit diesem neuen Ölvorkommen wäre Ihr Imperium das mächtigste der Welt. Meine Firmen werden die Macht haben. Bis zur Unterzeichnung der Verträge werden wir Sirendes noch hier behalten. Erst wenn die Transaktion abgeschlossen ist, entledigen wir uns seiner. Es ist so, wie ich mir gedacht habe. Cast hat Präsident Sirendes gekidnappt. Fahren wir. Wollen wir ihn nicht befreien? Später, Gronja. Zuerst müssen wir noch jemanden besuchen. Guten Abend. Wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Zimmer? Das ist nicht Ihr Zimmer, denn Sie sind nicht Präsident Sirendes. Ist irgendetwas Außergewöhnliches passiert? Monsieur le Président macht gerade seine Abendgymnastik.
Na, endlich hat er damit aufgehört. Ja, Präsident Serendez am Apparat. Hier spricht Steele. Morgen auf der Pressekonferenz werden Sie das Abkommen mit Karst unterzeichnen. Verstanden. Um 2 fängt sie an. Und wann bekomme ich mein Honorar? Erst, wenn Sie wieder in Samur sind. Ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. Auf Wiedersehen. Wen haben wir denn da? Das war aber nicht sehr klug von Ihnen, Lupin. Sie versuchen doch nicht etwa, sich mit Präsident Serendez aus dem Staub zu machen. Und jetzt loslassen. Nicht schießen, ich werde schon keinen Ärger machen. Und nun weg von ihm, aber ganz langsam. Schon gut, ich werde gehen. Gut gemacht, Gronja. Es war mir ein Vergnügen, Lupin. Ich hoffe, dass Ihnen die Reise nach Afrika gefallen wird. Bon voyage. Schlafen Sie gut, Präsident Serendez. Also, das wird Folgen haben. Das hoffe ich doch sehr. Sie ahnen ja nicht, wie recht Sie haben. Ihr zwei werdet heute Nacht diese Luke im Auge behalten. Sie darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Sie sind ein sehr bemerkenswerter Mann, Lupin. Wie kann ich mich Ihnen erkenntlich zeigen? Indem Sie mich jetzt einfach begleiten. Oh. Hilfe, hört ihr mich? Arsène Lupin befreit gerade Serendez. Schnell, Beeilung, ihr könnt ihn noch schnappen. Warum kommt denn keiner? Helft mir, ihr Idioten! So helft Oh Mann, dieses Geschrei ist ja nicht auszuhalten. Er wird gleich aufhören. Ich bin es. Ihr könnt mich doch nicht so hängen lassen. Ich weiß, dass Karst unbekannte Ölvorkommen in ihrem Land entdeckt hat. Unter Zuhilfenahme dieses Betrügers wollte er einen Handelsvertrag unterzeichnen, um die Ölfelder dann auszubeuten. Lassen Sie diesen Gauner von der Polizei verhaften. Karst ist leider über jeden Verdacht erhaben. Dass es sein Plan war, werden wir nicht beweisen können. Ja, das ist wahr. Aber ich habe eine Idee, wie wir Karst der Lächerlichkeit preisgeben werden. Und eine gewisse Freundin hätte dann ihre Titelstory. Einen wunderschönen guten Morgen, Sergeant. Oh ja, guten Morgen. Oh, aber Monsieur le Président, Sie sind ja schon wach. Aber natürlich bin ich wach. Es ist schon fast 7:30. Hol Sie mir Ganima. Ja, sofort. Und beeilen Sie sich, Sergeant. Ich habe eine große Überraschung für Sie. Eine sehr große sogar. Inzwischen wird die neueste Ausgabe schon vom Band gerollt sein und am Ende der Pressekonferenz ist sie an den Zeitungsständen. Damit werden Sie garantiert jeden Rekord gebrochen haben. Meine Damen und Herren, darf ich um Ruhe bitten? Hier ist Präsident Serendez. Monsieur le Président. Fassen Sie sich kurz. Selbstverständlich, Howard. Wie haben Sie mich genannt? Zunächst möchte ich der französischen Regierung für ihre Gastfreundschaft danken. Außerdem gebe ich hiermit die Aufhebung aller Absprachen mit dem Karst-Konzern bekannt. Ich werde heute den vereinbarten Handelsvertrag mit Frankreich unterzeichnen. Aber Präsident Serendez, was habe ich Ihnen angetan? Des Weiteren kann ich Ihnen mitteilen, dass in Samur ein großes Ölvorkommen entdeckt wurde. Das Vorkommen ist groß genug, um den Wohlstand meines Landes bis ins 22. Jahrhundert zu sichern. Mr. Karst, können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Wussten Sie von der Entscheidung des Präsidenten? Warten Sie, Mr. Karst. Fabelhaft. Sie haben mein Land und mein Volk gerettet. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, mich bald in Samur zu besuchen. Ich danke Ihnen sehr, obwohl ich meinen Lohn schon erhalten habe, denn ich war die Erste, die über Ihr Statement schreiben konnte. Natürlich nur dank einer sehr zuverlässigen Quelle. Mein Chefredakteur war äußerst zufrieden. Ein Toast auf Sie und Samur. Und auf Frankreich. Gronja, essen Sie nachher meinen Brokkoli? Max! Gut, dann esse ich ihn. Erklären Sie mir, was passiert ist! Das war Arsène Lupin. Er hat mich niedergeschlagen, hierher gebracht und den echten Serendez befreit. Ach. Lasst uns gehen.
Halt! Haben Sie nicht noch was vergessen? Sie können mich jetzt losbinden. Gehen Sie doch nicht so einfach weg. Binden Sie mich los. Das finde ich überhaupt nicht mehr komisch. Lassen Sie mich nicht allein.